Powerspiel 2. Bauen Sie ein Spielfeld von ca. 30 x 15 Meter Größe für ein 4 gegen 4 plus 2 Torhüter auf. Teilen Sie zwei Teams ein. Je ein Spieler und die zwei Torhüter beider Teams warten im Feld, die anderen drei Spieler beider Mannschaften stellen sich am Spielfeldrand auf. Im Feld wird nun 1 gegen 1 für 20 Sekunden gespielt. Geht der Ball ins Aus, spielt der Trainer sofort einen neuen Ball ein, um das Tempo hochzuhalten. Währenddessen führen die Spieler außerhalb des Spielfeldes Stabilisationsübungen durch. Als Stabilisationsübung außerhalb des Feldes führen die Spieler hier einen Unterarmstütz aus. Nach 20 Sekunden kommen zwei weitere Spieler zum 2 gegen 2 ins Feld. Im Abstand von je 20 Sekunden starten die restlichen Spieler zum 3 gegen 3 bzw. 4 gegen 4 ins Spielfeld. Das 4 gegen 4 wird dann noch 30 bis 45 Sekunden weitergespielt. Hinweis: Je jünger die Spieler bzw. je niedriger das athletische Niveau der Spieler ist, desto leichter sollte die Stabilisationsübung sein. Diese intensive Spielform eignet sich gut, um ein intensives Intervalltraining durchzuführen. Spielen Sie dazu zwei ganze Abläufe vom 1 gegen 1 zum 4 gegen 4 zweimal kurz hintereinander durch. Danach werden 2 Minuten Pause eingebaut, ehe erneut zwei kurze Intervalle gespielt werden. Wiederholen Sie dies insgesamt noch weitere zweimal. Verändern Sie nun die Stabilisationsübung. Hier in unserem Fall führen die Spieler einen rückseitigen Unterarmstütz, auch Brücke genannt, erneut für je 20 Sekunden durch. Jetzt sollten die Spieler außerhalb des Spielfeldes in einer statischen Kniebeuge auf ihren Spieleinsatz warten.